BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch nach dem 145. Pflichtspielderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Ganz besonders begrüßen natürlich unsere Gäste aus der Nachbarstadt, an der Spitze Cheftrainer Jürgen Klopp, den ich dann gleichzeitig um seinen Kommentar zum Spiel bitte. Ja. Wer solche Gegentore kriegt, kann generell im Fußball relativ selten Spiele gewinnen. Das ist uns vollkommen klar und muss ja die Fakten auch benennen. Und das war heute, hat das Spiel dramatisch beeinflusst. Ich habe gerade eben jetzt zum ersten Mal einen Blick auf alle Daten geworfen. Das mache ich überall vorne, nur bei dem einen wichtigen nicht. Schalke hat 2-1 gewonnen, weil sie zwei Tore gemacht haben, die wir ihnen jetzt, ja, wo wir ihn schon ein bisschen tatkräftig unter die Arme gegriffen haben, was historisch schon nicht in unserer Absicht lag. Und danach machen wir einen Anschluss und drücken dann zweite Halbzeit. Haben wir Schalke wund gelaufen, sind marschiert, haben getan, haben alles gegeben und dann fehlt uns die Klarheit in dem einen oder anderen Moment, das Glück in einem wieder anderen Moment und dann hast du 2-1 verloren. Im Fußball kann man alles erklären, aber nach dem Spiel, dass man 2-1 verloren hat, dass für alle Beteiligten diese Wichtigkeit hat, muss man das nicht, sondern man muss es fühlen. Dieses Spiel ist nur dazu da, damit man es gewinnt. Und wenn man es verloren hat, muss man die Niederlage genauso empfinden, wie sie sich darstellt. Das tun wir. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich weiter. Ich gratuliere Jens zum Sieg und wünsche ihm, dass zumindest dieses Ergebnis Wirkung erzielt bei euch. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Klopp. Jens, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, wir sind natürlich überglücklich, gar keine Frage. So ein Derby ist immer was Besonderes. Und wenn wir das zu Hause vor den fantastischen Fans, ja, die uns heute wieder unglaublich unterstützt haben, ihnen diesen Derby-Sieg schenken können, sind wir natürlich unglaublich froh. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Ja. Wir haben von Anfang an Druck gemacht. Der Plan, dass wir immer auf den Außenbahnen das 1-gegen-1 bekommen, vor allem mit Choupo-Moting, der bärenstark gespielt hat heute. Ging voll auf und ja, das 2-1 hat so ein bisschen den Knick gebracht, was Fußballerische angeht. Aber wenn man gesehen hat, wie die Jungs dann sich in jeden Ball reingeworfen haben, bis zur letzten Sekunde gefeitet hat, und Uchida mit Krämpfen auf dem Platz liegt und dann wieder in den Ball reinfliegt und den Ball klärt, dann ist es schon große Klasse, was die Jungs für eine Moral haben, für einen Wille haben. Und wir sind natürlich froh über die 3 Punkte. Und wie gesagt, es ist immer ein spezielles Spiel. Und ich glaube, ganz Schalke ist heute froh. Danke. Vielen Dank, Jens. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Dann darf ich kurz ums Handzeichen bitten. Wir haben auch Mikrofone dann entsprechend da. Hier vorne Heiko Niederer. Herr Klopp, wie bewerten Sie jetzt generell den Saisonstart, die Situation und was muss man neben den Abwehrfehlern vielleicht noch ändern, um da rauszukommen? Ja, das führt jetzt natürlich viel zu weit, aber das ist natürlich alles andere als ein guter Start von uns, das ist doch klar. Wir haben unterschiedlichste Probleme, die niemanden zu interessieren brauchen, aber mit denen wir jeden Tag umgehen. Und wir haben für heute eine Aufstellung gewählt, um dieses Spiel zu gewinnen und nebenbei noch vielleicht den einen oder anderen nicht zu überfordern. Deshalb haben wir uns für diese Formation entschieden. Ich finde ehrlich gesagt, das hätte relativ gut funktionieren können. Das, was Jens eben gesagt hat, die 1-gegen-1-Situation, die Schuppe vor allem hatte, das gehörte zum Plan, dass wir das eigentlich besser verteidigen. Das haben wir allerdings nicht getan. Das lag auch daran, dass Matze zum ersten Mal jetzt seit länger, die Arsenal ist reingekommen, aber heute hat er das erstmal von Beginn an gespielt und in die Räume zu schieben ist dann eben auch eine Gewohnheitssache. Trainieren konnten wir es nicht, weil wir keine Zeit dafür hatten. Also da musst du in so einer Situation ein bisschen Glück haben. Aber was wir wollten, war eben mit relativ einfachem Spiel in die letzte Linie zu kommen. Ich habe uns da relativ oft gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe unsere Schnelligkeit relativ häufig gesehen. Das heißt, das eine ist der Start, der uns alles andere als zufrieden stellt, der als aber auch nicht so ist, dass wir sagen müssen, wir haben alle Möglichkeiten im Moment und bleiben einfach ständig unter unseren Möglichkeiten. Das ist nicht der Fall. Die Jungs investieren unglaublich viel. Wir haben es halt absolut zu Recht die Mentalität seiner Mannschaft gelobt. Aber das kann ich heute bei meiner auch tun.
Ja, ich weiß, dass wenn man das Derby verloren hat, sollte man idealerweise die Fresse halten und nichts dazu sagen. Aber Fakt ist, wir sind marschiert ohne Ende und haben versucht, das Ding zu drehen. Also daran liegt es nicht. Die Jungs wollen. Aber wir haben heute auch kein Problem mit der Eingespieltheit gehabt. Und die Tore sind auf eine Art und Weise entstanden, wie sie natürlich nicht fallen dürfen. Und bei aller Qualität, die Schalke da auf den Platz bringt, dann, aber die Tore haben wir ihnen ja geschenkt, so fertig. Und das ist natürlich, dann wird es super schwer. Und wir müssen dranbleiben. Ja, in so Situationen gibt es die Möglichkeit, ihr würdet jetzt schreiben, was ihr wollt, also aber unter Umständen ein bisschen was über mich, ist auch in Ordnung. Und dann müssen wir daraus einfach, wir müssen aus den tatsächlichen Fakten die richtigen Schlüsse ziehen. Und wir, bei uns ist keiner, also wir hissen weder die weiße Flagge, noch sind wir so drauf, dass wir sagen, oh, ist alles so schwer und alles so schlimm, was da gerade passiert und zu wenig Spiele und so viele Spiele. Einmal angesprochen, fertig, wir beschäftigen uns da nicht mit. Wir stellen Mannschaften auf, die marschieren können, das tun wir, aber dass wir nicht on top sind, was eingespielt angeht, stimmt. Dass wir nicht on top sind, was die Form einzelner Spieler angeht, dafür gibt es übrigens Gründe, dass sie das nicht sind, das stimmt auch, aber im Fußball musst du für den Moment, wenn das Spiel losgeht, musst du bereit sein. Und diese Verfassung bringen wir uns jedes Mal und dann schießen wir uns selber ins Bein. Man steht 2-0 und der Gegner, der sich ein bisschen eingespielter ist dann in der Formation, nutzt das für ein gutes Spiel und wir kämpfen uns zurück. Und zweite Halbzeit, wie gesagt, denke ich, hat hier keiner das Gefühl, dass wir jetzt komplett aus dem Spiel waren und nicht um den Ausgleich gekämpft hätten. Das haben wir getan, sind nicht belohnt worden. Das ist im Leben häufiger mal so. Und dann muss man jetzt die richtigen Schlüsse ziehen, zusammenrücken und ja, sozusagen im sportlichen Sinn zurückschlagen. Und glaub mir eins, wir kommen. Kann auch einen Moment dauern, aber wir kommen, ganz bestimmt. Hier hinten ist noch eine Frage. Da, Herr Keller, ich hätte noch eine Frage zu den Auswechslungen. Sie haben ja durch die beiden Wechsel quasi die Sechserposition umbesetzt. Das macht man in so einem engen Spiel ja wahrscheinlich nicht so gerne, weil das körperlichen Problemen geschuldet. Und war das bei Sidney Sam auch so? Oder war es wieder diese Situation wie in Bremen auch schon, dass Sie unzufrieden waren mit ihm? Nein, überhaupt nicht. Sidney Sam hat mir signalisiert, dass die Muskulatur zugeht. Ja, das hat man ja gesehen, er ist 3-4 Minuten auch nur noch im Zentrum gewesen, weil er keinen Sprint mehr machen konnte. Und dann muss man natürlich handeln. Bei Kevin war es so, dass er angezeigt hat, dass er kaputt ist, ja, dass er es nicht mehr richtig geht. Und deshalb haben wir ihn raus. Und bei Marco Höger ist es genauso. Er hat einen Schlag auf den Kopf gekriegt, dazu ging die Muskulatur zu. Man darf nicht vergessen, vor allem bei Höger, Aogo, Uchida, ja, die haben monatelang nicht gespielt und müssen jetzt komplett durchblasen. Und dass das natürlich in so englischen Wochen nicht ganz einfach ist, das kann man sich vorstellen. Und wir hoffen nur, dass die Muskulatur heile geblieben ist. Ja, damit am Dienstag, dass wir wieder Alternativen und Optionen haben. Hier ist eine Frage, ziemlich in der Mitte. Ja. Herr Klopp, wie bewerten Sie das Pressing Ihrer Mannschaft heute? Für wen schreiben Sie? Oh, okay. Hat noch nie jemand interessiert, ehrlich gesagt. Aber gut, nicht für wen Sie schreiben, sondern wie. Ja, das ist nicht in dem Maße, hat es funktioniert, wie wir das natürlich wollten. Wobei, so ist das Schalke auch relativ frühzeitig lange Bälle spielen. Also das ist jetzt auch unterschiedlichen Dingen geschuldet. Also dementsprechend musst du, geht es halt hauptsächlich um zweite Bälle und Gegenpressing. Wir haben zweite Halbzeit haben wir das sehr ordentlich gemacht. Erste Halbzeit war das jetzt nicht in dem Maße erforderlich. Wir wollten uns so aufstellen, dass Fährmann dann auch schlägt, weil wir hatten eine relative Körpergröße im zentralen Mittelfeld und wollten da dann tatsächlich diesen Kampf um zweite Bälle gewinnen. Das ist uns nicht in dem Maße gewonnen. Aber Pressing stand heute nicht in dem Maße im Mittelpunkt, sondern Gegenpressing, wenn es denn die Möglichkeit ergibt. Und da habe ich einiges gesehen, was okay ist. Aber das Ganze heute hatte wenig mit Dingen zu tun, dass wir irgendwie taktisch das eine oder andere falsch gemacht hätten. Wir kriegen zwei Tore, die mit Taktik nichts zu tun haben. Und dann musst du, dann geht es nicht darum, dann ist Fußball nicht am mit der Schablone zu gewinnen, sondern dann musst du wirklich richtig Gas geben. Und wir hatten einen einfachen Plan heute. Und den hat man, wie ich, also für uns, wie es gerade möglich ist, hat das sehr häufig funktioniert, aber eben nicht häufig genug und vor allem in der Konsequenz, im Abschluss nicht häufig genug. Und das war unser Problem. Aber verteidigt haben wir das
so gut es dann eben ging. Ich habe gerade gesagt, die Doppel-Sechs hat auch noch nie so zusammengespielt. Das heißt, das Schieben zur Außenbahn war jetzt nicht perfekt, das Schließen der Räume war nicht perfekt. Ober geben wir absichtlich ein bisschen Luft nach vorne, dass er da jetzt nicht auch noch so tief mitverteidigen muss, damit er da für uns im Umschaltspiel bereit ist. Ja, auf der anderen Seite sieht das eigentlich ein bisschen anders aus, aber war einfach, ich glaube, das Problem war auch nicht unser Pressing. Hier hinten ist eine Frage, Raphael Wiesweg, da hinten, bitte. Herr Keller, zwei Siege hintereinander, aber nichtsdestotrotz gibt gerade der Derby-Sieg vielleicht noch extra Motivation oder ist er ähnlich einzustufen wie der Auswärtssieg in Bremen? Es gab auch nur drei Punkte, aber wie ich es vorher schon gesagt habe, ja, das Spiel ist was ganz Besonderes für den Verein, die Region, für die Spieler. Und deshalb gibt es sicherlich Schub. Aber nichtsdestotrotz sind es auch nur drei Punkte gewesen. Und wir haben am Dienstag schon wieder ein wichtiges Spiel. Und ich hoffe, dass die Jungs sich gut regenerieren, da wir, wie gesagt, nicht allzu viele Optionen haben, frische Leute nachzulegen. Hier ist noch eine weitere Frage. Herr Klopp, noch eine Frage. Sie hatten gerade gesagt, es fehlt so ein bisschen die Konsequenz oder der letzte Pass, sag ich mal, nach vorne, die Klarheit. Dann braucht man in so einem engen Spiel ja auch Standardsituationen. Jetzt fällt Reus natürlich aus, ist klar, aber... Alle Standardschützen fallen aus. Ja, aber damit konnte man heute nicht zufrieden sein, oder? Nee. Ja, also... Ober hat sie heute geschlagen. Der kann das auch, aber hat er bisher noch nie gemacht. Ja, das ist dann... Ja, weil sie hatten ja deutlich mehr, also Eckenverhältnis ganz klar für sie auch. Ja. Ich weiß. Wir hatten auch Körpergröße, das war alles dabei. Also normal, ich kann das eine sagen und dann sagen wir, wir müssen uns anders, das stimmt auch. Aber erstens hat Schalke auch verteidigt Ecken gut, haben wir auch schon mal gemacht. Und dann, ja, Standards würde helfen, Leute, die mit Ball am Fuß Tempo machen, würde helfen, Kreativspieler würden helfen, das alles würde helfen, aber ist ja nicht da, also nicht in dem Maße. Und deswegen, das ist alles okay. Die Jungs, die heute auf dem Platz waren, die hätten dieses Spiel gewinnen können. Ganz klar. Und nur darum geht's. Und das haben wir nicht getan. Das kreiden wir uns an. 100%. Und jetzt geht's aber weiter. Weil, also, das fühlen wir jetzt. Wir fahren jetzt nach Hause und das ist ein scheiß Abend. Ohne Wenn und Aber. Und morgen müssen wir uns auf Anderlecht vorbereiten. Und wenn Anderlecht rum ist, müssen wir uns auf Hamburg vorbereiten. Und dann, wir haben die gleichen Probleme. Was Jens eben sagt, Spieler, die lange nicht gespielt haben aus unterschiedlichen Gründen, müssen auf einmal jede Woche durch. Und die keine Vorbereitung hatten, wie Kevin Großkreuz, 2 Wochen, spielt und spielt und spielt. Das ist kein Zuckerschlecken. Und da draußen ist die Welt und sagt, ihr kriegt einen Haufen Geld dafür, macht gefälligst. Meine Jungs machen, aber kommt nichts dabei raus gerade. Und die Alternative dazu ist nicht weniger zu machen und dann zu hoffen, mehr dafür zu kriegen, sondern die Alternative ist ausschließlich dran zu bleiben, die Maßnahmen zu verstärken, konsequenter zu sein, konzentrierter zu sein, Fehler minimieren, das alles können wir, haben wir auch schon häufiger gemacht, und das alles dann in ein Spiel reinpacken und das dann gewinnen und dann das nächste angehen. Das ist der Plan. Raphael Wiesig nochmal. Eine Frage an beide Trainer. Vor knapp einem Jahr hat das Spiel ungefähr 15 Minuten später angefangen aufgrund von Fankrawallen. Wie froh sind Sie beide, dass es heute ruhig geblieben ist oder hat man da gar keinen Blick für? Oh, ich kann mich schon an den Beginn letztes Jahr erinnern, klar. Also so schon besser. Also ohne Wenn und Aber. Ich hoffe einfach, dass überall ruhig geblieben ist, weil wir haben ja nur diesen sehr gefilterten Blick hier drin und ja, das wäre cool. Das Spiel braucht keine Zusatzschauplätze außenrum, sondern das ist Fußball und dem stellen sich alle. Wir haben untereinander, wenn man das sagen darf, auch kein Katastrophenverhältnis, um es mal so auszudrücken. Und dementsprechend, wir wollen mit aller Macht gewinnen, aber eben nicht unter allen Umständen sozusagen. Ja, so soll ein Derby sein. Ich glaube, auf dem Platz ist alles drin gewesen. Ja, da ist die immer bis zum Erlaubten, die Aggressivität. Und wichtig ist, dass drumherum ruhig ist, ja, dass die Fans die Mannschaften unterstützen und sie anfeuern mit allem, was sie haben. Aber Krawalle oder Ausschreitungen hat nichts mit Fußball zu tun. Und deshalb sind wir froh, dass es heute anders ausgegangen ist als im letzten Jahr. Und wie gesagt, für uns natürlich in Form vom Dreier, was uns natürlich sehr gut tut. Manni Hendrik, bitte. Herr Keller, was sagen Sie eigentlich dazu, dass Ihre Mannschaft trotz des großen Dortmunder Drucks in der zweiten Halbzeit kaum Torchancen zugelassen hat? Wunderbar.
Hervorragend, ja. Ich meine, wie ich gesagt habe, sie haben sich überall reingeschmissen. Sie sind in die Kopfballduelle und wie Kloppo ja schon gesagt hat, die Größe hat heute nicht für uns gesprochen. Wir haben nicht allzu viele große Spieler auf dem Platz gehabt. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich in jeden Ball reingeworfen, haben den Körper reingestellt. Und ja, wir sind froh. Ich glaube, wir haben sogar in der zweiten Halbzeit sicherlich nicht mehr Spielanteile. Aber ich glaube, die größeren Chancen waren auf unserer Seite. Wenn ich sehe, Boateng, das Ding kann man mal machen. Wenn er den aufs Tor kriegt, ist er drin. Und ein Glas seine Chance, wo noch einer an die Hacke bekommt, war auch nicht so schlecht. Also deshalb bin ich froh, dass wir nichts zugelassen haben. Der Druck war enorm, aber die Jungs haben sich da reingeworfen und ja, das zeichnet die Mannschaft aus.